Willkommen zurück zu Divinity Original Sin 2. Wir haben einige Räume zu plündern, nachdem wir uns hier um den Oberrichter Schlag mich tot, Orivant gekümmert haben. Und dann werden wir uns hier mal ein bisschen durchmogeln. Ich hoffe in Ruhe. Das heißt, wir werden hier nicht gestört werden. Wir nehmen natürlich die Bilder mit. Ebenfalls die kleinen. Das große hier können wir sogar mitnehmen. Bildnis eines Ritters wird mal kurz hier eingepackt. 200! wir müssen etwas aufpassen mit dem Platz bzw. dem Gewichtslimit. Jetzt schauen wir mal hier rein. Ich speichere vorsorglich. Nicht, dass uns hier drin nochmal jemand erwartet. Die Magister lassen sich nicht lumpen. Orivants Gemächer sind das. Und ich dachte, das wäre das Gemach von dem Anführer, von Bischof Alexander. Aber der wird bestimmt nicht in irgendeiner Behausung wohnen, wo auch andere noch schlafen. Was haben wir denn hier? Ein Buch. Ich liebe Bücher. Aber Bücher ohne Back. Kradelsohns albernes Buch der leeren Seiten, Band 452. Die, ein Volk, baten ihren mächtigen Gott, einer der sieben, um die Kunst des Fliegens. Ein Ausruf kreischt der Gott, wie könnt ihr es wagen, ihr seid kein Stück besser als das dumme Volk von. Ein weiterer der sieben, opfert mir euer bestes Gegenstand am Tag, sonst werde ich euch mit einer Plage von unreinen Tieren vernichten. Okay, muss man da irgendwie selbst was einbauen oder so? Ein wunderbares Buch. Wie viel ist es wert? Ein Goldstück. Das hat sich ja richtig gelohnt. Eine Truhe. Ja, du sollst ja hier Schloss knacken, nicht einfach so öffnen. Die Frage ist, wann können wir hier wieder aufleveln? Wir müssen auf alle Fälle Dieberei dann aufleveln und Überredung. Die beiden brauchen wir nicht. Glücksbringer ist nur für Schätze und Tauschen ist zum Verkauf. Feuerpfeil, Heiltrank und Goldstücke. Nochmal eine Kiste. Reime jetzt der Schriftgelehrten Teil 7, was wir hier schon Reimbücher gefunden haben. Ein seltsames Lied steht in diesem Buch. Die magischen Worte kriechen dir in den Verstand und gewähren dir neue Einsichten. Auf der Toteninsel, bevor die Gräber holen, hört man keine Klage und auch kein Lebwohl, denn sie auferstehen zum Trotze des Gebeins, durch die Macht der Meere, durch die Essenz des Seins, des Seins, des Seins, des Seins. Sehr tiefgründig. Wir haben ein neues Rezept erhalten, Schiffstrolle der Wiederherstellung war das, oder? Schiffstrolle der Wiederbelebung. Lebensessenz, Wasseressenz und Papierbogen. Dann, hier sehe ich auch schon wieder was. Einen Brief und ein Porträt einer Frau. Kostet 74, was wir hier alles verkaufen können. So viel Gold haben die Händler gar nicht hier auf der Insel. Was steht hier? Das Pergament, das sich fest und teuer anfühlt, verströmt einen sauren, eierartigen Geruch. Na, das sind ja tolle Aussichten. Vom Schreibtisch der hohen Herrin Dallis, rechte Hand Bischof Alexanders, Sohn des Göttlichen, an unsere tapferen Truppen in der Freudenfeste. Seid gewarnt, eine höchst unbequeme und nicht allzu unorganisierte Rebellengruppe trachtet nach einigen unserer Quellenmagier. Sie nennen sich die Sucher. Möglicherweise haben sie bei der Flucht von mindestens zwei Besonderen gesorgt. Ihr seid hiermit gewarnt und zu höchster Wachsamkeit aufgefordert. Werden solche Sucher gefunden, sind sie mir sofort persönlich zur Behandlung auszuliefern, die ich verabreiche und niemand sonst. Fehler und Pannen werden nicht toleriert. Gezeichnet D, das ist wahrscheinlich dann die Dallis, ne? Genau. Dann sind die hier gar nicht. Zwei neue Tagebucheinträge verfügbar. Wir haben erfahren, dass eine Gruppe abtrünniger Magister namens die Sucher den Quellmagiern bei der Flucht hilft. Wir sollten versuchen, sie zu finden. Und Zeichen des Widerstands. Wir haben einen von Dallis verfassten Brief gefunden, der die Magister vor einer Dissidentengruppe namens die Sucher warnte. Anscheinend helfen diese Sucher den Quellmagiern aus der Freudenfeste zu entkommen. Jetzt haben wir hier ein Badezuber.
Ja. Oh, und einen Ersatzstreitkolben. Was kann der denn? 7 bis 8 physisch? Na gut, nichts. Offenbar. Hier könnte man auch noch kurz rausgehen. Oh, da geht es auch noch nach oben. Ja, ja. Und zwar würde ich gerne hier rüber. Da haben wir einen Sack und einen leeren Becher. Sehr wertvoll. Na gut, wir plündern erstmal hier drinnen. Da haben wir noch so Schreibtische. Schriftrolle der Berührung der Fäulnis fügt einem Zielcharakter physischen Schaden zu. Verwesend für 2 Runden. Papierbogen und Braun leicht gemacht. Bovist. Was ist denn Bovist? Was zu trinken? Der Bovist ist bei Jägern dafür bekannt, einen scharfen Blick zu verleihen, was zu dem eigenartigen Ausspruch scharf wie ein Bovist geführt hat. Angeblich ist seine Wirkung dann am stärksten, wenn er in einem Trank konzentriert wird. Okay, ein Bovist. Trank. Kleiner Verstandstrank müsste das sein. Steht jetzt hier nicht, was der dann macht. Na gut. Der ist leer. Da haben wir Seife. Nehmen wir natürlich mit, falls wir wieder zu stinken beginnen. Und wir haben hier noch ein Bild. Herr Pavel Alterion. Eine Lupe und ein Brief. Und ein Fertigkeitenbuch Blutregen, Hydrosoph und Nekromant. Das wird hier für Lose dann nicht klappen, oder? Können wir das trotzdem lernen? Okay, wir brauchen also die Voraussetzung Nekromant. Na gut, dann verkaufen wir das oder behalten das noch ein bisschen im Inventar. Wir lesen mal den Brief. Ein offiziell aussehender Brief mit einem Hauch Moschusparfüm versehen. Verehrte Dame, euer Vorgehen hat sich als höchst wirksam erwiesen. Ein Wunder, wie seltsam, dass der Quellenkönig so lange über diese Technik verfügte und sie geheim halten konnte. Zu den technischen Fragen, die Mönche hören zwar zu, sind aber dumpf und lustlos. Sie reagieren, aber sie engagieren sich nicht. Wäre es nicht möglich und sogar ratsam, dass sie aus freien Stücken gehorchten? Mein Kopf schwirrt ob der Möglichkeiten. Gehorsam durch freien Willen, einem Willen, der vom Orden selbst geformt wurde. Dann hätten wir endlich die Armee, von welcher der Göttliche träumte, möge sein Geist in Frieden ruhen. Euer ewig ergebener Orivant. Ja, dazu wird es nicht mehr kommen, lieber Orivant. Ein gepflegtes Buch. Wieso ist jetzt hier, ach so, die Dose ist jetzt hier aktiv. Die hat übrigens noch immer den Zahn und diesen Becher im Inventar. Einsamer Wolf-Auftrag, den haben wir schon gelesen. Boris Anweisung auch. Was war denn das nochmal? Ach ja, da müssen wir den Zaliska aufsuchen. Gepflegtes Buch. Damals herrschte große Not, abgründige Mächte der Dunkelheit, die so stark waren, dass nicht einmal die 7 höchst selbst ihnen Einhalt gebieten konnten, sammelten sich wie Gewitterwolken über unserem wunderschönen Reich. Und so trafen sie eine Entscheidung. Sie wollten ihre Zwistigkeiten, ihre Rivalität und ihren Stolz beiseite schieben und sich in Gestalt eines einzelnen Avatars zusammenschließen, der ihre Macht in sich vereinen sollte, die unermessliche Macht von Recht und Gutem. Lucien wurde von den Beschworenen auserwählt, Lucien der Würdige. Er war 7-fach göttlich und doch fiel er. Ah, da bekommen wir quasi wieder einen kleinen Ausblick auf die Geschichte. Da haben ja die 7 Götter, haben quasi Lucien die Macht übertragen, damit der sie repräsentiert, und das hat er auch ganz gut gemacht. Dieses Bild können wir leider nicht in die Hosentasche packen. Au, war da nicht irgendwas noch mit einer Kiste? Ich wusste es. Na, Gott sei Dank. Kannst du jetzt hier Teleportation? Kannst du hierher gehen? Wir sehen das leider nicht. Offenbar können wir den hier rausgehen. Können wir nicht. Aber wir können... Oh, können wir das... Wir können das verschieben.
Ja, warum? Umständlich, wenn es einfach auch geht. Ein belehrendes Pamphlet liegt hier noch. Das habe ich übersehen. Ich sollte öfters die Alt-Taste drücken. Matrosen, Plünderer und Magisterkollegen, folgt nicht dem Licht. Es gibt in Treibholz keinen Leuchtturm und kein freundliches Licht, nach dem man navigieren könnte. Feuer zur Mitternacht werden von Zwergenverbrechern entfacht und dienen nur dazu, euch in die Falle zu locken. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Magisterin Yvette. Dann können wir hier einfach herumlaufen. Ein schattiger Ring, 4 magische Rüstung, Gold und leere Trankflaschen. Den Ring ziehen natürlich wir an. Wir haben ja 2 Plätze. Gut, dann haben wir hier schön geplündert. Da ist ordentlich was rumgekommen bei. Hier drüben haben wir noch was. Clown der Täuschung. Den grässlichen Illustrationen nach scheint es sich bei diesem halb zerrissenen Buch um das geschmacklose Werk der einsamen Wölfe zu handeln. Aber vielleicht lässt sich durch genaueres Lesen mehr herausfinden. Geschichten von den 7 Göttern und Enzyklopädie der Flora. Haben wir da sonst noch irgendwo was übersehen? Nö, sieht gut aus. Wir lesen mal kurz. Clown der Täuschung. Seit ich ein kleines Mädchen war, hat meine Mutter den Namen der einsamen Wölfe immer dann benutzt, wenn sie mir Angst einjagen wollte. Bettfein gemacht, wird sich um 8, ruft die Eul, hört man Wolfsgeheul. Wo andere Kinder aus den besseren Stadtteilen von Arx Magister gegen Schwarzer Ring spielten, hatten wir in unserem niederen Bezirk nur ein Spiel namens Vertrag, bei dem jeder mal die Zielperson eines einsamen Wolfs war, die ermordet werden sollte. Hätte ich damals schon gewusst, dass mich Jahre später ihr Anführer Rust Anlon höchstpersönlich von eben diesen Straßen holen würde. Oh, ich musste harte Zeiten durchmachen. Die allerhärtesten. Ich war ein einfaches Küchenmädchen im Dienste von Herrn Linder, Cam und versuchte stets, seiner herrschsüchtigen Frau Paulina aus dem Weg zu gehen. Dann traf ich eines Nachts den wirklich überaus attraktiven Rust, während ich pflichtbeflissen mit den frischen Teeblättern, die Herrin Paulina geordert hatte, nach Hause huschte. Welche Gerüchte darüber auch im Umlauf sein mögen, ich habe ihn auf dem Markt getroffen und nirgendwo sonst. Er schlich zu mir mit seinen weißen Zähnen und markanten Wangenknochen. Als ich herausfand, dass er ein einsamer Wolf war, war es schon zu spät. Er hatte bereits die Schlüssel zum Anwesen der Camps, zum guten Silberbesteck und zu meinem Herzen. Es geschah folgendermaßen. Alle folgenden Zeiten wurden gewaltsam aus dem Buch gerissen. Das sind wir jetzt auch nicht schlauer. Von den 7 Göttern. Als die 7 Götter noch jung waren, beschlossen sie, dass ein jeder sein eigenes Volk durch den ewigen Fluss der Zeit geleiten würde. So kam es, dass Ralik, der mächtigste unter den Göttern, zum Schutzherrn der Menschen wurde. Der stämmige Duna erschuf die Zwerge nach seinem Ebenbild und lebte lange Zeit tief in den Berghöhlen mit ihnen. Tyr Sendelius, der Poet, zog in die Wälder und schuf die Elfen. Er schenkte ihnen eine lange Lebensspanne und Weisheit. Die Reptiliengöttin Zol Stissa wurde stolze Krieger. Er wollte stolze Krieger befehligen und schuf das Echsenvolk, die starken Krieger der Ödlande. Der Gott Vrogir, berüchtigt wegen seiner gewalttätigen Natur, schuf die Orks und hielt sie über 300 Jahre als Sklaven, bevor er Rivellon verließ. Xanthesa, die Göttin des Frohsinns und Gelächters, wünschte ein Volk intelligenter, magisch begabter Wesen. Sie schuf die Kobolde, begabte Magier und Tüftler. Die Göttin Amadia als Außenseiterin zog es vor, in Abgeschiedenheit zu leben. Im Laufe der Jahrhunderte breiteten sich die 6 Völker über den ganzen Kontinent aus. Eines Tages verliebte sich Amadia in einen Zauberer und gebar mehrere Halbgötter. Sie schenkte ihrem Liebsten die Unsterblichkeit und beschloss, Schutzherrin der Zauberer zu werden. So haben die Zauberer eine eigene Göttin, der sie huldigen, obwohl sie kein Volk sind. Der gleiche Text ist übrigens auch in der Collectors Edition zu finden. Sehr schön. Ja, dieses Buch hier oben können wir wieder mal nicht mitnehmen. Dieses Bild. Scharfes Eisenstück, schäbige Tunika. Wir müssen unbedingt zum Verkaufen gehen. Und wieso ist hier offen? Da ist doch was ganz Besonderes drin. 23 Goldstücke. Hätten wir uns von hier vielleicht auch hoch teleportieren können, Mensch.
Das wäre eventuell auch gegangen. Ich weiß nicht, ob das so hoch geht, aber das wäre eine Lösung. Hier können wir auf alle Fälle nicht runter, da brechen wir uns dann das Genick. Ja, und ich denke mal, das war's. Hier haben wir noch ein Fass. Den haben wir schon geplündert. Und dann haben wir hier einen kompletten Raum gesäubert. Jetzt, wenn wir hier rausgehen, dann werden wir wahrscheinlich gleich gefangen genommen. Die Frage ist, meucheln wir uns jetzt hier schön durch? Ich würde ja fast sagen, wir machen das. Einfach weil wir es können. Und hier liegen so viele... Oh, was haben wir denn hier? Eine schöne Rüstung. Ah, ja. Dann probieren wir das mal. Hier geht es ja nicht weiter. Genau. Weil ansonsten haben wir alles hier schon begutachtet. Hier waren wir halt noch nicht, aber da kommen wir ja dann herum. Ja, und eventuell müssen wir dann mit denen hier auch noch kämpfen, die hier draußen stehen. Probieren wir mal. Ich speichere vorsorglich. Dann schauen wir mal, was das hier ist. Ein Brunnen, den können wir anklicken. Was ist das denn? Da kann ich irgendwas herstellen. Ist das ein Wunschbrunnen vielleicht? Ich schmeiße mal einen Krug Wein hinein. Und es hat natürlich nichts gebracht. Was wir hier schon Menschenteile im Inventar haben, die müssen wir alle essen, sobald wir unsere Gestaltwandlermaske haben. Wir könnten theoretisch... wo war das denn? Wir haben doch... Wir haben ein Elfengesicht, aber wir haben keine Quellenkugel. Und ich weiß nicht, wo es die gibt. Oh, da kommt jemand. Und greift uns unvermittelt an. Na Gott sei Dank alleine. Dann können wir ja schon mal vorlegen. Wir sind zu weit entfernt. Zwei Punkte. Eine Bogenschützin. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht das Spiel kaputt, indem ich mich hier einfach durchschnitzle. Das wäre in der Tat etwas schade. Wir können ja mal teleportieren. Oh, die ist außer Sichtweite. Dann bringen wir sie mal in Sichtweite. Immer noch. Weil die geschützt durch die Treppe ist, oder was ist da los? Ich kann nichts machen. Gehen wir mal hier rüber. Jetzt geht's. Dann bringen wir die hier mal rein. Und er wird hier mit Sturmblock Bock gleich mal auf sie losprügeln. Ja, die ist keine Gefahr für uns. Können wir nochmal? Das tut mir jetzt fast ein bisschen leid, dass wir jetzt hier einfach so... Na gut, aber wir spielen ja einen Charakter, der sich selbst am nächsten ist. Und wir tun zwar jetzt so gesehen nichts Böses, aber wir wurden ja gefangen genommen. Von daher ja, müssen wir uns einfach damit auseinandersetzen, dass wir hier um unsere Freiheit kämpfen. Haben wir hier drin irgendwas? Nö. Eine Tischsäge, da können wir bestimmt irgendwas basteln. Ja. Was ist denn da? Was ist, ist ja Wahnsinn, was man hier alles kombinieren kann. Sollen wir mal ein Bild drauflegen? Was macht man denn mit einer Tischsäge? Wir probieren mal einen Fleischbrocken. Leider nicht. Wo denn? Ah, da vorne hat er uns gesehen. Paladin Kork und die auch gleich. Alle beide. Okay, jetzt sind alle alarmiert. Aber komplett alle.
Aber komisch, dass hier drüben keine Wachen sind. Dann können wir ja eventuell hier dann diese Brücke runterlassen, wenn das geht. Hier geht das. Gut, was machen wir jetzt mit dir? Was haben wir hier? Ein Ölfass. Wir gehen mal etwas nach vorne. In die Breite. Und die anderen sind ja sowieso noch nicht in Reichweite. Das heißt, wir machen erstmal nichts. Warten ab. Der wird jetzt schießen. Und wir haben leicht geblockt. Und jetzt kommt... Hä? Was ist denn jetzt los? Paladin Kork kämpft gegen Hauptmann Triple. Okay. Was ist denn hier los? Das soll mir ganz recht sein. Wobei wir eventuell den Hauptmann... den Paladin, wenn wir den retten, vielleicht ist er dann auf unserer Seite. Oh, da müssen wir mal schauen. Ah, der wird jetzt natürlich angegriffen von allen Seiten. Da wäre es besser gewesen, wenn wir hier raus wären. Ah, sehr ärgerlich. Oh, jetzt sind wir verlangsamt worden. Wieso sind wir jetzt schon wieder dran? Ich habe keine Ahnung. Na gut, dann marschieren wir mal gleich direkt darauf zu. Zuhauen können wir nicht mehr. Wir können aber kontaminieren. Und jetzt ist sie auch vergiftet. Ei, ich glaube nicht, dass wir den retten können. Paladin Kork. So, wir können die jetzt mal umhauen. Und gleich mal weitergehen. Die können hier drüber schießen. Ah. Das ist ärgerlich. Sehr ärgerlich. Jetzt flüchtet der auch noch. Was macht er denn hier oben? Nochmal ein Ölfläschchen. Ist ja nicht so, als wäre hier nicht eh schon alles voll. Ei, der wird ordentlich verhaut. Vielleicht könnte man auch noch... Vielleicht könnte man auch noch heilen. Wieso sind... Wo, oh Mann, 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 ich dödel. Ah... Oh. Die sind ja gar nicht im Kampf hier. Ah, okay, dann machen wir das anders. Hier. Geht jetzt hier raus. Und versucht den einigermaßen zu heilen. Oh, und ich dachte mir schon, wieso kämpfen wir nur mit beiden hier? Das habe ich ja sowas von verplant. Achso, die ist jetzt nicht am Zug. Na toll. Hat noch 15 Punkte, die schafft man doch einfach so, oder? Ohne Spezialfertigkeit. Ja. Dann haben wir nämlich noch Punkte, um hier weiter nach vorne zu gehen. Heieieiei. So, du musst auf alle Fälle auch. Haben wir nicht irgendwie, hatten doch irgendwas mit Hast oder so. Also, dass man etwas schneller ist. Überall Öl. Okay. Bloß keinen Feuerpfeil jetzt hierher schießen. Ah, Mist. Lose ist in zwei Runden dran. Aber wir lenken das Feuer etwas ab jetzt hier. Sehr gut. Ah, Mist. Lang hält er nicht mehr durch. Lose, du musst heilen. Schiffrolle der Regeneration. Können wir den nicht, wenn wir den wegteleportieren? Ein Punkt und
Wieso kann denn die Lose noch doch hier drüben? Natürlich kann die heilen, Mensch. Ganz vergessen. Ein Punkt regeneriert 2 Lebenskraft. Perfekt. Und Teleportation Richtung hier rüber. Oder hier rein. Ich würde fast sagen hier rüber. Hier ist noch einer. Die beiden können den nämlich nicht abwehren. Nee. Dann machen wir das mal so. Ist der jetzt verletzt? Okay, das war sehr schlecht. Eieieiei. Das haben wir ja wieder richtig gut gemacht. Können wir den nochmal heilen? Da habe ich ja wieder nicht dran gedacht, dass der hier Schaden nimmt, wenn wir den teleportieren. Gut, also wir probieren mal den springenden Schild, wobei hier wieder der Abstand viel zu groß ist. Dann nehmen wir lieber was anderes. 2 Punkte brauchen wir noch. Können wir nicht machen, weil wir mitten noch angeklebt sind, oder? Ja, verlangsamt. Dann müssen wir es doch machen. Ja. Haben wir jetzt noch 3 oder 4 Punkte? Das hat fast keinen Schaden gemacht. Ich bin so ein Dödel. Der kann sich auch noch teleportieren. Oh Gott, das war's. Paladin Kork. Was ist los mit dir? Können wir dich nochmal retten? Wir haben noch eine Schriftrolle. Okay, dann musst du dich jetzt hier einfach mal um den kümmern. Der ist jetzt schockiert, das ist gut. Kannst du noch marschieren? Wahrscheinlich nicht mehr. Ein bisschen geht's noch raus. Wo ist denn eigentlich... Ich werde verrückt. Der ist ja auch noch nicht im Kampf. Das haut hin und vorne haut das wieder nicht hin. der Ivan war ja auch gar nicht im Kampf. Mann. Okay. Hier haben wir den Triple. Können wir hier einen Rundumschlag machen? Ja. Nein! Jetzt ist er auch noch verkrüppelt. Paladin Kork, was ist nur los mit dir? Ich glaube, das war's mit Paladin Kork. Ach du Kacke, sowas aber auch. Querschläger können wir mal probieren. Hat gar nichts gebracht. So, einer ist weg. Dann kümmern wir uns jetzt hier um den hier. Ja, dann müssen wir wieder vorgehen. Wir sind immer noch verlangsamt, oder? Nein, sind wir nicht mehr, Gott sei Dank. 2 Punkte. Ich bin so ein Doofi. Na gut, Paladin. Das tut mir jetzt leid. Ich habe versucht, dich zu retten. Hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, sehr ärgerlich. Dann lauf du mal hier vor. Das darf doch nicht wahr sein. Können wir den vielleicht noch wiederbeleben? Aber der ist halt nicht in unserer Gruppe mit dabei. Das ist das Problem. Der ist nicht in unserer Gruppe mit dabei. 3 Punkte brauchen wir.
Nope, geht leider nicht. Paladin Kork ist weg. Sehr schade. Ich will nicht neu laden. Machen wir nicht, nein. Mit der Entscheidung müssen wir jetzt einfach mal leben. Hilft alles nichts. Wo ist denn die? Die können wir nicht erwischen. Jetzt geht's. Das ist schon sehr ärgerlich jetzt hier. Vielleicht steht er ja nach dem Kampf wieder auf. Wobei, sieht jetzt nicht so aus. Was hat der denn hier? Okay, er war freudig erregt, als er gestorben ist. Was ist denn da los? Paladin Kork, eher Paladin Kuck. Oh Gott. Witze auf tiefstem Niveau hier. Ich bin verzweifelt, weil wir ihn verloren haben. Geh etwas weiter vor. Das ist einfach ärgerlich. So, zur Strafe zünden wir dich jetzt an. Nee, geht leider nicht. Diese Schriftrolle hier will ich nicht. Will ich nicht hergeben. Oh, wieso brennen? Oh, Feuerschaden. Na gut. Hei. Armer Paladin Kork. Das tut mir ja leid. Da muss ich gleich mal nachschauen, ob ich hier irgendwas verpasst habe. Und wir können eine Stufe aufsteigen. Machen wir alles dann in der nächsten Folge, auch hier das Looten. Und dann können wir uns hier nochmal in Ruhe schön umschauen. Geht es hier noch weiter? Da geht es ja auch noch weiter. Richtig. Ach Gott. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.